Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ja, und in diesem Video geht es darum, was ist eigentlich so die richtige Strategie beim Langstreckenfahren mit Elektroautos und das anhand meines ID.3s, den ihr im Hintergrund seht. Ja, worum geht's? Ich möchte jetzt hier von Berlin nach Bremen fahren. Das ist ja meine übliche Strecke, die ich am Wochenende dann fahre. Und der Wagen ist jetzt nicht vollgeladen. Das heißt, ich werde eine Zwei-Stopp-Strategie fahren. Ich werde über Hohenwarsleben fahren. Hohenwarsleben vollladen, so viel, dass ich bis nach Hannover komme. Und von Hannover geht es dann nach Hause, nach Bremen. So. Damit einhergehend gibt es Ladezeiten. Diese Ladezeiten, die addieren sich natürlich zur Reisezeit und am Ende kommt eine Gesamtzeit raus. Auf dem Rückweg mache ich es genau umgekehrt. Auf dem Rückweg machen wir es dann so. Ich bin in Bremen, ich lade zu 100% voll und fahre dort dann bis nach Hohenwarsleben durch, um dann in Hohenwarsleben nochmal zu laden, um dann bis zum Ziel zu kommen. Warum ich das Ganze mache? Ja, das ist ganz einfach. Ich möchte einfach mal zeigen, dass es im Prinzip scheißegal ist, auf gut Deutsch gesagt, ob man jetzt ein Fahrzeug bis auf 100% lädt, um dann eine Langstrecke zu fahren, oder ob man jetzt eben zum Beispiel bei mir sind ungefähr 200 Kilometer Reichweite drin, damit startet und dann zwischendurch einfach mal schnell lädt. Ob ich damit recht behalte oder nicht, das werden wir uns jetzt ansehen. Es geht jetzt los. Zwei-Stopp-Strategie hat einen ganz großen Vorteil. Man kann mit ein wenig länger laden, jeweils am ersten und am zweiten Stopp, ein bisschen mehr Strom mitnehmen und kann so ein bisschen dann auch mit dem Tempo variieren. Das heißt, ich kann mal eben da, wo freigegeben ist, auch mal 160 fahren. Das wiederum führt natürlich dazu, dass man mehr verbraucht, das ist ganz klar, aber man unter Umständen auch schneller am Ziel ist. Auf der Rückfahrt werde ich ja mit einer Einstopp-Strategie fahren und da werde ich halt im ersten Stint, wenn man so möchte, von Bremen bis nach Magdeburg fahren, bis zu Hohenwarsleben zum Eurorastpark. Und da werde ich nicht so viel Strom verballern können. Das heißt, meine Theorie, und das wird sich nachher zeigen, ist, dass ich eventuell mit einer Zwei-Stopp-Strategie schneller sein könnte, weil ich die Variabilität in der Strommenge habe und dementsprechend vielleicht auch das bisschen länger stehen, also ist ja nicht viel, ich habe hier 30, 40 Kilometer nehme ich immer mit als Puffer und mit dem kann ich dann spielen, wenn ich genau sehe, okay, das hält sich und ich habe die Luft und kann dementsprechend auch dann ein bisschen schneller fahren. Wie gesagt, bei einer Einstopp-Strategie, da wird das nicht funktionieren, weil da muss ich mit dem Strom haushalten und werde nicht schneller als 120, 130 fahren. Also ich bin ganz gespannt. Am Limit. Gut, ne? 4%. 9 Kilometer Rest. So. Leerter See. Jetzt links abbiegen und der Straße zum Raukler weiter folgen. Ah, 9 Kilometer. Das heißt, da laden wir mal eben 150 rein. Okay.
So, angekommen. Ihr seht, dass der Verbrauch 23,1 gerade ist. 228 ist unterwegs und 112 km Durchschnittsgeschwindigkeit. 31 Kilometer Rest. Ja. Und jetzt gehen wir mal eben das Ziel ein. Das ist mir jetzt einfach. Bitte dem Straßenverlauf weiter folgen. 139. Und da gehen wir dann jetzt auf 180, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir mal eben zu der NBW-Säule. Weil auch das ist so ein Thema, ne? Das ist halt noch die theoretische Option, aber ihr seht, das ist so eine 50 kW. Mit 50 kW, da gewinnst du halt keinen Blumenstrauß oder sowas, ne? Heißt das so? Ich weiß es nicht. Also, jetzt gehen wir mal eben ins Auto. So, 182 jetzt drinne, 139 bis zum Ziel, habe ich ein bisschen Luft, kann ich auch ein bisschen heizen gleich. Und dann bin ich gespannt, wo ich am Ende landen werde. Jetzt geht's Richtung Heimat und abgerechnet wird dann zum Schluss. Bis gleich. So, 113 km/h, 409 km, 3 Stunden 42. Ja, so bleibt doch mal bitte da. So, 113 km/h, 22,6 ist der Verbrauch, 3 Stunden 42 ist die Fahrzeit. Ich bin ziemlich genau um 8.05 Uhr losgefahren, also bin ich jetzt 4 Stunden und 4 Minuten ungefähr unterwegs. 4 Stunden 4 um kurz nach 8 Uhr losgefahren. Also war irgendwie so, ne? 8.05 Uhr. Von daher alles schick, ne? Jetzt bin ich gespannt, nachdem ich jetzt hier ein schönes Wochenende verbringe bei meinen Mädels, was es dann bringt, wenn ich die Rücktour mit 100% losfahre und dann bis Hohenwarsleben fahre, dort lade und dann den Rest nach Berlin durchfahre. Durchschnittsgeschwindigkeit ist natürlich interessant und natürlich auch der Verbrauch und vor allem die Zeit. Ne? Was ist nun echt besser? Also, wir sehen uns gleich wieder. So, meine Lieben, Wochenende vorbei und für mich geht's jetzt wieder zurück nach Berlin und jetzt fahre ich diese Einstoppstrategie. Das heißt, ich fahre direkt bis nach Magdeburg, Hohenwarsleben, Euro-Rastplatz und von dort aus nach Berlin. Das heißt, mit dem Strom, den ich jetzt im Auto habe, das zeige ich euch mal eben, 278 Kilometer, werde ich jetzt hier mal eben eingeben zum Raukler. So, jetzt schlägt er mir zwei Alternativen vor, die überhaupt nicht in Frage kommen, weil ich habe ja keine Lust, irgendwie länger zu fahren als nötig. So. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. 250 Kilometer, sagt er jetzt. 250 Kilometer. 278, und jetzt wisst ihr das ja schon. Ich kann ja hier über View, wenn ich hier so swipe, zack. So, jetzt hat er oben die aktuelle Anzeige und wenn die gleich weg ist, steht da 250, da steht 278, dann habe ich immer diese 28 Kilometer Luft. Und genau das ist das Thema jetzt. Ich habe nur 28 Kilometer Luft, das heißt, ich kann mir da gar nicht viel erlauben mit Heizen oder so weiter. Ich werde also mit dem Strom haushalten müssen, damit ich auch mit genügend Restkilometer in Magdeburg ankomme. Ich habe eigentlich gerne so 40 Kilometer Luft, einfach für mein Wohlfühlgefühl. Das geht dann meistens runter auf 30 Kilometer, wo ich mich immer noch wohlfühle, weil das sind dann so 10%. 10% sind das für mich Ideale, wie man einen Lader erreicht. Und
Wir sehen uns dann entweder auf der Bahn, wenn ich irgendwas zu erzählen habe, ob es eng wird und ich einen Zwischenstopp mache, einen ungeplanten, oder sonst Magdeburg. Los geht's. So, Restreichweite von 200 Kilometer und ihr seht, ich habe noch 176 Kilometer zu fahren. Das heißt, es hat sich schon reduziert auf ja, 25 Kilometer jetzt von 30. Ich verliere also minimal und werde es mir weiter angucken müssen, ob das dann noch so passt. bleibt spannend. So, angekommen mit 27 Kilometer, das entspricht, Quatsch, falsche Richtung, so, 9%. Ja, geht alles, wenn man will, so, oh, jetzt mal eben, hab das Ding schon eingestöpselt, wollte noch mal eben gucken, bevor ich loslege, wie viel Prozent da noch drin sind, ne? So, bitte warten. So, und das Schöne ist, wenn der Prozentsatz so weit unten ist, geht er eigentlich auch gleich hoch auf 100 kW. Seht ihr jetzt, der zieht schön durch und ist bei 100. Okidoki, und dann gucken wir uns mal eben an, wie viel ich jetzt laden muss. So, und zwar machen wir das wie folgt. So, zu Hause. Zu Hause. Route wird berechnet. Stunde 36. Die nehmen wir. 50 Meter dem Straßenverlauf folgen. 168 Kilometer. Und der Straße zum Raukler weiter folgen. Und ihr seht, 37. Also werde ich hier oben bis 210 Kilometer laden. Damit ich eben noch diese 40 Kilometer Spielerei habe und dann mit 30 Kilometer Rest ankomme. Das ist das Ziel. So, und jetzt heißt es warten. So, das war's. 210 Kilometer. Jetzt machen wir hier den Deckel nochmal eben dicht, ne? Und dann geht's weiter. Und dann gucke ich mal, wann ich jetzt da bin. Bin ganz gespannt. Ihr habt jetzt gesehen, wie lange die Ladezeit war. Und theoretisch müsste ich 4 Stunden 40 um 22.50 Uhr zu Hause sein, wenn es schneller wäre. Oder gleich schnell. 22.50 Uhr ist also die Zeit zum Schlagen. Merkt euch das. 10 vor 11. Uhr 36 und damit
Ich bin um 18.10 Uhr etwa losgefahren. Unter 4,5 Stunden. Also 46 Kilometer Rest. Das ist schon cool, muss ich sagen. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich unter 4,5 Stunden schaffe, inklusive ein bisschen Luft. Ich hätte noch ein bisschen kürzer laden können. Mal gucken, was noch drin hat. Da bin ich jetzt mal gespannt. Durchschnittsgeschwindigkeit hat er 411 Kilometer und 109 km/h. Verbrauch 20,9. Bei dem, wie ich gefahren bin, das habt ihr gesehen. Also 110 km/h Durchschnitt. Finde ich schon gut. Abladen, das war jetzt hier ab Hohenwarstleben, hatte ich 111 km/h, 21,3. Konnte ein bisschen schneller fahren, das seht ihr. 108, 111, lag am Ende 20,9, hier 21,3. Es geht gerade noch ein bisschen hoch, weil ich jetzt gerade stehe und das Auto in Betrieb ist, hier so mehr oder weniger. Ja, also, damit haben wir auch gleich mal einen Schnitt, 20,9. Und puh, ich bin echt begeistert. Reine Fahrzeit 3,52 und unter 4 Stunden 30, das heißt ja, da habe ich 40 Minuten geladen. Gucken wir uns auch mal jetzt mal die Daten im Vergleich zur Hinfahrt an. Also jetzt haben wir gerade 4,28 unter 4,30. Ich bin immer noch begeistert und ich hätte natürlich schneller sein können. 48 Kilometer Rest, beziehungsweise über 40 Kilometer Rest jetzt. Normalerweise komme ich mit 30 Kilometer Rest an. So wäre es sicherlich noch möglich gewesen, da die eine oder andere Minute rauszuholen. Aber Hinfahrt 4,35, das heißt, die Zwei-Stopp-Strategie mit dem schnellen Fahren, die ist langsamer gewesen. Hat natürlich auch den Grund, dass wir hier in einem ID.3 sitzen. ID.3 Schnellfahren heißt maximal 165 km/h. Da ist die Differenz zwischen 120, 130, die ich jetzt gefahren bin, und 165 einfach nicht so groß. Anders wird es hier zum Beispiel aussehen mit einem Porsche Taycan. Wenn ich den auf einer Strecke die ganze Zeit 110, 120, 130 fahre und auf dem Rückweg dann 190, 200 fahre oder so, dann gibt das natürlich eine ganz andere Diskrepanz, als das jetzt hier beim ID.3 der Fall ist. Insofern kann ich jetzt auch nur für meinen ID.3 sprechen und für das Reisen mit dem ID.3. Wenn ihr auf Langstrecke geht und euch nicht sicher seid, brauche ich ein oder zwei Stops, dann guckt auf die Entfernung. Ich sag mal, bei einem ID.3 mit dem mittleren Akku, 58 Kilowattstunden, das sollte die Mehrheit von euch sein, würde ich immer dazu raten, einen Einstopp zu machen, wenn ihr unter, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, unter 550, unter 600 Kilometer bleibt. Also, bei 600 Kilometer würde ich mit einem Stopp rechnen. Sobald es mehr wird, also ich sag mal so, ja doch ab 600 bis 680 oder so, 700 Kilometer, da würde ich schon zwei Stopps machen. Hat einfach den Grund, dass das die Ladekurve dann hergibt, die fällt nach hinten dann doch zu sehr ein, als dass ihr dann einen Benefit habt, wenn ihr länger steht, um durchzufahren. Das kriegt ihr mit zwei Stopps dann wahrscheinlich doch besser oder schneller hin. Aber wenn eure Blase das mitmacht, fahrt mit dem ID.3 möglichst lange bis zur ersten Ladesäule. Guckt, dass sie nicht nur 50 kW hergibt, sondern HPC ist, also schon seine 150 kW bietet, damit der ID.3 eben mit seinen 100 kW laden kann. Und dann seid ihr auf jeden Fall schnell unterwegs, als wenn ihr zwei kurze Sprints macht oder so, weil einfach die Ausbeute an Geschwindigkeitsüberschuss gegenüber dem normalen Fahren auf der Autobahn 120 eben einfach viel, viel zu gering ist. Ihr seht das, selbst 160 km/h oder 165, die ich gefahren bin, sind am Ende dann nur 113, 114 km/h im Schnitt. Und mit meinem normalen Fahren habe ich auch schon 109 km/h erreicht oder 108. Also das sind 5 km/h in etwa auf 411 Kilometer. Das ist gar nichts, das ist Nasenwasser. Gut, gilt aber natürlich, wie eben schon gesagt, nur für das Fahren mit einem ID.3.
wahrscheinlich auch so ein bisschen aufgrund der eingeschränkten Höchstgeschwindigkeiten auf den ID.4 so ein bisschen umzumünzen, auf den Enyaq natürlich auch, aber da kann das mit 180 km/h schon wieder anders aussehen, sobald die Fahrzeuge also schneller sind als in der Allrad-Variante zum Beispiel, ist das vielleicht schon wieder auch eine ganz andere Story. Soll es jetzt hier gewesen sein? Für mich heißt das, okay, ich werde versuchen, in Zukunft immer tatsächlich mit einem Stopp zu fahren. Und dann habe ich auch was gelernt und konnte euch vielleicht mitnehmen. Wenn euch solche Videos hier interessieren, dann müsst ihr nur den Daumen hoch geben. Nein, das dürft ihr hier hochgeben. Ihr müsst den Kanal aber abonnieren, um stets informiert zu werden. Und dann sehe ich euch hoffentlich beim nächsten Mal, wenn ich mit einem Taycan von Berlin nach Bremen ökologisiere, um zu gucken, was ist schneller, ohne Stopp oder ballern. Also, bis dahin. Ciao.